eine neue Folge beginnt bei Passport Diary. Herzlich willkommen. Ich bin jetzt gerade noch in der schönen Türkei, aber ich bin nicht mehr weit weg von der EU-Grenze nach Griechenland rüber. Da fahre ich jetzt mal hin. Das sind jetzt noch 3 Kilometer ungefähr. Müssen wir mal gucken, wie wir da reinkommen. Haben wir keinen TÜV mehr, nix. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber dadurch, dass ich als alleinreisender Mann natürlich ein bisschen auffälliger bin, bin ich mal gespannt, wie gut das jetzt laufen wird, dass ich da reinkomme nach Europa. Die Grenze jetzt hier rüber nach Griechenland, die war ja ganz lange Zeit zu gewesen wegen Grenzschwierigkeiten zwischen der Türkei und Griechenland oder generell wegen Schwierigkeiten. Und jetzt ist sie wieder offen seit einer geraumen Zeit und jetzt fahre ich da mal rüber. Ist bestimmt schon 6 Jahre her, dass ich das letzte Mal darüber gefahren bin. Mal gucken, wie voll es jetzt ist. Los geht's. Da kommen wir zur türkischen Seite. Das wird relativ einfach gehen. Da das ja auch aus dem arabischen Raum jetzt das Einfallstor ist, denke ich mal, dass es hier ein bisschen schwieriger ist mit der Grenze. Bin schon lange nicht hier gewesen. Sehr gespannt, wie es läuft. So, die Türkei ist durch. Goodbye. Das war mal richtig einfach. 1 Minute, aber der spannende Teil, der kommt ja jetzt noch mit Griechenland. Da könnte es ein bisschen länger dauern, vielleicht. Ja, damit hätte ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Die haben nicht mal ins Auto reingeguckt an der Grenze, auf der griechischen Seite. Obwohl das so eine problematische Grenze ist, bin ich da jetzt einfach durchgeorgelt. Und zwar ging es dann noch schneller als türkische und georgische Grenze nachts. Und zwar jetzt hier tagsüber. Also, wow. So, jetzt sind wir in Griechenland. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe mir schon wieder Latschen angezogen. Und jetzt geht es erstmal zum Meer. Ich habe nämlich nochmal Bock, das Meer zu sehen. Das checken wir jetzt mal aus. Gucken, ob wir da einen geilen Parkplatz finden. Ich weiß ja gar nicht, wie voll jetzt zu dieser Jahreszeit schon Griechenland ist. Ich hoffe noch nicht zu voll, denn ich habe richtig Bock auf Meer. Ich werde versuchen, ohne Mautstraßen zu fahren hier in Griechenland, weil es ist halt richtig arschteuer mit dem Auto. Ich weiß noch, damals mit meinem 609, die haben mir richtig die Schuhe ausgezogen. Da habe ich echt so über 100 Euro Maut gezahlt und so, wie so ein LKW. Und da ich ein noch größeres Auto jetzt dieses Mal habe, würden die mich richtig arm machen. Deswegen fahre ich einfach Landstraße, gemütlich, kein Problem, kann man easy machen. Und deswegen machen wir das jetzt mal, gondeln wir hier mal lang und suchen uns einen Stellplatz. Ich freue mich so aufs Meer, vielleicht gehe ich ja heute schon noch mal ins Meer, vielleicht klappt's. Bevor ich jetzt aber weitermache, gönne ich mir mal eine kleine Pause hier bei mir mit meinem Tablet und werde ein bisschen Zeitung lesen, denn wer alleine reist, der hat auch einfach Zeit. Ganz nach dem Motto, lies mehr von dem, was du liebst, kommen wir jetzt zu unserem Kooperationspartner dieses Videos und zwar ist das Readly. Wer so viel unterwegs ist, wie ich das bin, der kann Readly als App richtig gut nutzen, denn du findest über 7000 Magazine mit News und Reiseinhalten, alles in diesem kleinen Ding hier. Man kann sogar offline lesen. Wäre Marcella jetzt dabei, dann würde sie sich hier wahrscheinlich Interior-Zeitungen bei Readly durchlesen. Ich bin da eher so der Typ für Oldtimer-Zeitschriften und Reiseinhalte. Auch genau das, was ihr hier bei mir immer auf dem Kanal seht. Also allen, denen ich es bisher gezeigt habe, und das ist jetzt echt ein richtiges Geheimnis, haben mich ausgelacht, weil ich hier so eine Halterung dabei habe, dass ich hier das Tablet festmachen kann. Und da kann ich dann auch richtig gut mit Readly lesen. Und ich habe jetzt gerade mal was rausgesucht. Ich habe jetzt gerade mal Mercedes Vario hier oben eingegeben. Und hier gibt es einen schönen Artikel. Ein Reiseartikel über einen Vario, der toll ausgebaut wurde. Umso mehr Artikel du bei Readly liest, umso besser kann die AI auch erkennen in der App, was dir so gefällt und schlägt dir dann Artikel vor, die dir gefallen könnten. Das Ganze für 99 Cent rechne ich mir jetzt mal ganz kurz aus. Wie viele Kilometer kann ich in Griechenland fahren, anstatt für einen Monat ein Readly-Abo zu haben? Ich kann 3 Kilometer fahren hier in Griechenland. Oder ein Readly-Abo holen. Wahrscheinlich eher beides in 99 Cent. Es tut auf jeden Fall keinem weh. Charlotte und Nico in diesem Artikel hier, die haben es genauso gemacht wie ich. Die hat das Reisefieber gepackt und die sind im Mercedes 814 losgefahren. Ich nutze Readly schon seit vielen Jahren, denn ich habe einfach immer keine Bücher dabei. Und das ist bei den meisten Reisenden so. Ab sofort sind auch alle Magazine vom Boda Verlag, wie zum Beispiel Focus, Focus Money, T3N etc. im Sortiment von Readly vorhanden. Egal ob zu Hause oder unterwegs, die 99 Cent fürs Readly
Weekly-Abo sind gut investiert, vor allem für die Leute, die nicht unbedingt immer ein Buch lesen wollen, sondern einfach nur kurze Häppchen, kurze Artikel snacken wollen. Ich verlinke euch Readly unten in der Videobeschreibung. Ihr klickt einfach auf den Link, dann bekommt ihr das im ersten Monat für 99 Cent, danach 14,99 Euro, ist aber jederzeit kündbar. Und wer unterwegs ist auf Reisen und keine Magazine dabei haben möchte, der kann das so wie ich machen, holt sich einfach Readly im Monatsabo. Ein Monat 99 Cent, wann will man mehr, ne? Und für Spanien oder Griechenland, egal wo man hinreist, ist es perfekt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Balsam für die Seele. Ich habe es jetzt ans Meer geschafft, 50 Kilometer hinter der Grenze zur Türkei. Ich wollte ja nochmal unbedingt ans Meer, weil ich nicht weiß, ob ich das dieses Jahr nochmal schaffe. Und es ist geiles Wetter, nicht so viel los, also perfekte Reisesaison hier am Mittelmeer für Griechenland. Also das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Das heißt jetzt natürlich auch nochmal ins Meer reinhüpfen. Hier ist einfach gar nichts los. Ich bin hier der Einzige. Ich gucke mir das jetzt mal kurz an, ob man hier gut rein kann. Oh, endlich wieder Sand unter den Füßen. Das macht doch Laune. Ich liebe ja Griechenland als Reiseland. Im Sommer ist das ja hier immer relativ voll. Aber in der Übergangszeit, jetzt so im Anfang April, da ist noch nichts los, aber schon schön warm. Ich habe mir hier vorgenommen, die ganz kleinen Straßen an der Küste lang zu fahren, da wo kaum Orte sind. Mal gucken, wie weit ich da mit meinem Riesenfahrzeug komme. Dann ist nämlich schon auch ganz schön enge, habe ich schon auf dem Weg hier runter gemerkt. Aber jetzt geht es erstmal Schwimmi machen. Und dann machen wir noch die eine Dichtung hinten. Das zeige ich euch nochmal, was ich da nochmal tauschen will. Einfach nochmal als Test, ob er dann die Luft gut hält, auch über Nacht und über, sagen wir mal, zwei Tage. Was müsste das Auto eigentlich? Aber erstmal schwimmen gehen und dann ein bisschen Arbeit und dann weiterfahren. So, ich bin zurück aus dem Meer. Kalt war es auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Undichtigkeit an. Also ist natürlich nur minimal, aber Auto soll ja immer besser werden. Waren noch Leitungen für den Hängerbetrieb drin? Den Hängerbetrieb, den habe ich ja abgebaut, da war noch so eine fette Kupplung dran. Das hätte nicht gut gepasst hier mit dem großen Aufbau, den ich oben drauf gesetzt hätte, ich was wegschneiden müssen, und das wollten wir ja nicht. Jetzt machen wir da mal eine neue Dichtung rein und hoffentlich ist es dann auch wirklich dicht. Hier habe ich meinen O-Ring aus Kupfer. Ich hoffe, der passt. Schauen wir mal. So, jetzt ist er drauf, der neue. Der alte war schon ziemlich kaputt. Neu abgedichtet. Jetzt will ich aber auch nichts mehr hören von Luft da aus der Stelle. Also sollte hoffentlich passen. Werden wir dann in den nächsten Kilometern feststellen, wenn ich dann wieder stehen bleibe und schaue, wie viel Druckluft noch drauf ist, ne? Auf dem Kessel. So, jetzt will ich hier am Straßenrand, am Strand auch noch eine andere Kleinigkeit machen. Denn ich habe ja vor einigen Monaten, nee, Wochen ungefähr, dieses Dashboard hier getauscht. Also den Teil hier, das ganze Plastik. Und da muss ich was falsch gemacht haben. Da war das Teil hier mit dem USB-Charger immer für mich die Möglichkeit zu sehen, ob ich den Motor anlasse, also die Batterie anlasse. Ich habe hier nämlich den Trennschalter. Und wenn das Auto zwei Wochen steht, dann wird ein bisschen die Batterie schwach. Und da habe ich das dann immer hier dran gesehen, weil hier klickt vorne auch immer die Uhr. Und die Uhr, wenn es nachts so klick, klick, klick macht, das nervt halt ein bisschen. Deswegen habe ich das immer gerne ausgeschaltet und habe dann hier immer dran gesehen, dass die Batterie noch an ist. Außerdem habe ich das hier immer zum Laden für alle möglichen Sachen wie das Handy und so genommen. Und das bin jetzt so lange gefahren, es ging nicht. Als ich in Georgien war, hat mich das nicht gestört. Aber deswegen stecken wir hier hinten jetzt nochmal um. Da werde ich einfach von hier, von der Seite rangehen, weil ich muss einfach nur wahrscheinlich die zwei Kabel umstecken. Weil es ging halt vorher und ich dachte, bei 12 Volt ist egal, wie rum die Kabel drin sind. Aber scheint hier nicht zu stimmen. Testen wir das mal. Also hier 4 Schrauben lösen und dann kriegen wir das raus. So, 30 Sekunden Job. Und hier komme ich jetzt an die zwei Kontakte ran. Jetzt drehen wir die mal um und schauen, ob das dann passt, dass der wieder läuft. Sehe ich ja hier daran dann. So, steckt drin. Schauen wir mal. Komisch, läuft immer noch nicht. Es kann eigentlich nicht sein, dass dieses Teil hier kaputt gegangen ist in dem Moment, wo ich da dran gearbeitet habe. Nehmen wir das Dashboard hier auch mal nochmal raus, also das Plastikteil. Hier ist sowieso noch eine Lampe kaputt gegangen jetzt. Und dann kann ich die gleich mittauschen. Hatte ich jetzt eigentlich keinen Bock, aber wenn wir schon mal aufmachen, machen wir das kurz. Dass das hier auch wieder funktioniert. Das nervt nämlich beim Fahren. Ich kein USB hier vorne habe. Ich muss nämlich immer von hier hinten nehmen. Da ist ja nun schließlich kein Dauerzustand. So, also das konnte ich hier noch nicht lösen, aber ich bin schon vorgedrungen zu der Lampe hier. Und die hatte ich eigentlich schon mal getauscht. Die sieht aber nur wirklich nicht mehr gut aus. Das ist schon eine neue oder eine gebrauchte gewesen, die ich noch übrig hatte. Aber in weiser Voraussicht habe ich noch eine neue mit dabei. Die sollte auf jeden Fall reinpassen und dann leuchtet die Geschichte hier hoffentlich wieder. Also erstmal damit rein und dann nach dem USB schauen. Wollte ich die gerade reinsetzen, aber ich sehe, die sind ja unterschiedlich. Das passt gar nicht.
Funktioniert nicht. Hier auch komisch ist, man kann es jetzt nicht lesen, aber da steht 12 Volt drauf. Scheinbar habe ich eine 12 Volt Lampe reingesetzt und deswegen hat die auch nicht lange gehalten. Kein Wunder. Also kriege ich die jetzt auch nicht getauscht. Setze ich die jetzt wieder rein. Ja, die ist eh kaputt. Ich setze wieder rein und dann muss ich das erst, oder kann ich das erst in Deutschland tauschen. Schade, wenn ich es gerade mal offen habe. Ich habe das Ding jetzt mal auseinandergenommen hier. Sowieso übelst rostig. Also, ich weiß gar nicht, wie das so rostig werden kann hier überhaupt im Auto. Dass es überhaupt funktioniert hat. Ich habe jetzt auch gerade noch am Kabel gemessen. Am Kabel kommt Strom an. Also, das wird sein. Das machen wir jetzt mal sauber hier. Und dann funktioniert das hoffentlich wieder. Mir ist gerade ein kleines Malheur passiert. Und zwar wollte ich gerade durchmessen. Ich meine, es ist eigentlich auch irgendwie gut, dass es passiert ist. Ich wollte hier mit meinem Messgerät, weil ich jetzt alles gefettet und wieder eingebaut habe, das gerade durchmessen. Mit einer blanken Stelle hier an der Tür. Da an der Schraube hätte ich jetzt gemessen. Und bin leider da gerade an den Pluskontakt und hier den Minuskontakt gekommen und hat kurz einen kleinen Funken geschlagen. Habe ich mich kurz erschreckt, weil ich dachte, das geht gar nicht. Aber das hat mir gezeigt, dass da Strom drauf ist und dass dieses Teil hier einfach kaputt ist. Och, echt komischer Zufall, dass genau das Teil jetzt momentan gerade kaputt geht. Ich weiß auch, welche Sicherung das ist, weil das hat man hier im Schaltplan gar nicht gesehen. Ist jetzt auf jeden Fall Zeit, die Sicherung zu tauschen. Und so ein Teil neu zu kaufen, damit ich hier vorne wieder mein Handy laden kann. Hat also auch was Gutes, dass mir das gerade passiert ist. Jetzt haben wir mal hier genug rumgedödelt. Das zieht sich gerade auch ein bisschen zu. Und deswegen werde ich mal noch die nächsten 50 Kilometer fahren. Hier die kleinen Straßen lang direkt an der Küste, wo keiner ist. Ungefähr so geht es die ganze Zeit auf und ab. Gucken wir jetzt mal, dass wir mit unserem Auto da gut durchkommen. Und uns einen schönen neuen Stellplatz für die Nacht suchen. So, es geht tatsächlich über Stock und Stein, unbefestigte Straßen. So liebe ich das Ganze doch. Da steht Weg geschlossen, vorne auch schon. Ich kann jetzt nicht direkt an der Küste langfahren, was ich eigentlich machen wollte. Das wäre ja einfach nur Schotterpiste gewesen. Scheinbar bauen die hier gerade. Jetzt muss ich mal einen kleinen Umweg fahren, um dann wieder an die Küste ranzukommen. Machen wir mal. Also kurz wieder Teerstraße, bevor es dann wieder auf den Schotter geht. Das Krasse zu dieser Jahreszeit hier in Griechenland ist halt, erstens nicht so viel los, zweitens nicht so krass heiß und drittens total grün. Das ist alles überhaupt noch nicht verbrannt und sieht noch richtig gut aus. Und ich sehe schon, hier kommen die Heuschrecken. Krass. Ob das die Griechen gut finden, wage ich zu bezweifeln. Es sind richtig viele hier, Tausende. Richtig, richtig viele. Na, fahren wir mal ein bisschen weiter. Ich suche jetzt mal den Weg und dann... Wow, richtig viele sogar hier schon auf der Straße. So, ich fahre jetzt eigentlich genau neben der Autobahn auf so einer kleinen Straße. Da spare ich mir richtig was, weil hier in Griechenland ja die Maut so krass teuer ist. Ich habe vorhin für irgendwie Kilometer 4 Euro gezahlt. Oder gestern besser gesagt. Deswegen fahre ich jetzt hier so daneben. Das lohnt sich für mich, sage ich mal. Aber es ist auch nicht so weit. Ich musste jetzt ja von der Küste weg. Und fahre jetzt ein Stückchen weiter zu einem Sandstrand. Da mache ich jetzt einen kleinen Sprung von 50 Kilometern. Ging jetzt leider nicht anders, weil da ja die Straße leider gesperrt war. Meer und irgendwie auch kein anderer da hier momentan. Also hätte ich nicht gedacht, dass so früh in der Saison hier trotzdem auch so wenig los ist. Also hier steht kein anderer Camper irgendwo. Also Griechenland im April ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Und der Sand ist auch richtig weich. Oh, ganz richtig fest. Deswegen bin ich mit dem Auto auch nicht eingesunken. Steht hier nämlich wieder eins drauf. Ich dachte, er sinkt da ein bisschen ein, aber gar nicht. Ich natürlich auch mal hier im Sand gucken, ob das jetzt hinten wirklich dicht ist, was ich da gemacht habe. Dass er auch keine Luft mehr verliert. Fühle ich es immer noch ganz leicht. Also ich glaube, da muss ich nochmal abmachen und richtig sauber machen. Weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass mit 9 Ringen hier oben drauf, dass da trotzdem noch undicht ist. Nur ganz minimal, ganz, ganz leicht. Aber es reicht halt auch, dass dann am nächsten Morgen die Kessel oder der eine Kessel hier auf jeden Fall wieder leer ist. Das will ich ja eigentlich nicht. Aber das werde ich nicht hier im Sand machen, sondern dann, wenn wir mal irgendwo an einem schöneren Ort stehen, wo Asphalt ist. Weil wenn es hier irgendwie Sand da reinkommt, habe ich gar keinen Bock drauf. Also nur semi-erfolgreich in dem Zusammenhang. Da hinten, da habe ich einen kleinen Gast. Und da ich ja für so eine Fälle immer noch Nudeln aufhebe, kriegt er die jetzt gleich von mir, glaube ich.
hier im Sand. Ist aber auch irgendwie doof. Aber wir holen sie erstmal raus. Da sind sie. Na komm, so schlecht genährt siehst du eigentlich nicht aus. Und? Nicht auf den Sand. Und da jetzt alle versorgt sind, das Auto, der Hund, gibt es jetzt auch was Leckeres zu essen für mich. Ein bisschen den Sonnenuntergang genießen, weil es sieht richtig schön aus. Richtig schön, richtig schöner, weicher Sand hier. Das Meer ist dann doch schon ein bisschen unruhig. Habe ich heute nicht so Bock, baden zu gehen. Dachte ich eigentlich jetzt nochmal auf dem frühen Abend nochmal ein bisschen schwimmen hier. Aber reizt mich jetzt gerade gar nicht. Ich finde es echt faszinierend, dass hier keine anderen Camper sind. Und Griechenland ist so krass grün im Moment. Also es hat einfach wahrscheinlich hier auch gut geregnet und jetzt so zum Saisonauftakt. Also es ist wirklich faszinierend, dass ja noch nicht alles so verbrannt ist. Es ist der nächste Tag und ich habe mal den Wetterbericht gecheckt und da steht, hier ist richtig viel Wind die nächsten, heute Nacht und auch morgen der Tag. Und mir zieht sie so krass den Sand rein, wenn ich die Tür offen habe. Liegt überall der Sand, das kriegt doch nie wieder raus. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, ich werde mal kurz nach vorne fahren. Es fängt jetzt schon an, hier so richtig krass zu winden. Auf ein bisschen Asphalt, dass dann hoffentlich nicht mehr ganz so viel Sand reinkommt. Das machen wir mal als erstes und dann bleibt ja noch ein bisschen stehen, weil schön am Meer ist natürlich was Feines. Denn ich werde die nächsten Wochen, wahrscheinlich dieses Jahr, gar kein Meer mehr sehen. Deswegen nutzen wir das mal hier noch so richtig aus. Mit mir hier die Karre gesandstrahlt. Aber sowas von. Die Tür, man hört es richtig, wie überall der Sand. Boah. Das zieht ja alles lang. Und das ist ja noch gar nichts, deswegen fahren wir da jetzt mal raus auf den Parkplatz da vorne. Es macht mehr Sinn, als hier ich zu quälen dann heute Nacht, dass mir die Karre hier gesandstrahlt wird. Und vor allen Dingen auch ich. Ich habe schon viel Sand schon in den Augen, wenn ich hier nur so draußen stehe. Es tut mir richtig weh an Füßen, wenn ich hier lang laufe. Dieses Mal sieht es aber anders aus als vorhin. Mal die Untersetzung rein. So sah das aus, als ich hergekommen bin. Und so sah das aus, als ich jetzt gefahren bin. Da hat richtig der Wind drunter gespült. So viel Sand drin. Ich habe gerade schon mal ein bisschen rausgekehrt. Das ist ja hier wie in der Wüste Gobi damals, wo mir die Kamera auch kaputt gegangen ist. Mit dem Urs Buchanka da war. Da bist du rausgegangen und die Füße, die haben einfach, die wurden gesandstrahlt. Das erinnert mich hier gerade so ein bisschen daran. So Leute, es war ganz schön windig heute Nacht, aber weniger Sand. Dementsprechend auch angenehmeres Aufwachen. Das war es jetzt hier von meiner Seite aus mit mehr. Goodbye. Und ja, es wird Zeit, hier wieder ein bisschen Offroaden zu gehen. Und deswegen fahren wir jetzt mal los. Ich werde jetzt hier ins Landesinnere fahren und vielleicht noch ein Ersatzteil vorher besorgen. Ich habe mir das schon in der Stadt rausgesucht. Ich hoffe, die haben das dann da am Start, ohne dass ich warten muss. Und das nehme ich dann mit und baue das dann irgendwo ein. Das ist schon wieder so krass windig. Deswegen gehe ich mal rein. Also starten wir mal hier unser Aggregat. Öl und Wasser vorher prüfen. Mache ich immer vor längeren Touren. Und dann jockeln wir hier richtig schön mit 70 Sachen durch Griechenland. Und vielleicht kriege ich noch irgendwo einen Kaffee, das wäre eigentlich auch ganz geil. Also fahren wir mal los, weg vom Meer. Das habe jetzt genug hier ein paar Tage schöne gehabt und reicht jetzt auch. Und jetzt machen wir ein bisschen wieder Abenteuer, da möchte ich nämlich hin und los geht's. Sand hier überall einfach ist. Und auch nochmal auskehren bei Gelegenheit. Heute machen wir mal die 170.000 hier bei dem Auto voll. Das ist auf jeden Fall echt nicht viel für so ein Fahrzeug. 170.000 Kilometer. Schon in Ordnung. Also der Motor nimmt auch gar kein Öl. Also ich habe jetzt beim Ölwechsel vor 10.000 halt das letzte Mal was nachgefüllt und das ist auch wirklich nicht weniger geworden. Was sehr, sehr geil ist. Es ist tatsächlich auch in den nächsten 1.000 Kilometer wieder Ölwechsel fällig. Mal gucken, ob wir das noch irgendwo unterwegs in den nächsten Folgen machen können oder ob ich das irgendwann dann erst, wenn ich wieder in Deutschland bin, mache. Eigentlich am liebsten hier irgendwo unterwegs, das ist immer ein bisschen sinnvoller. Aber genug gequatscht, fahren wir mal los. Mal noch zur Erklärung, hier das Auto funktioniert ja mit Druckluft und wenn die Kessel hier nicht ganz voll sind, also zwischen 6 und 8 Bar, dann löst die
Bremse hier nicht, das heißt, ich kann da nicht losfahren. Ist halt einfach ein Buddhistenbus, das sind halt so die Kleinigkeiten, die ich noch irgendwie lösen muss. Aber ist jetzt auch nichts Schlimmes in irgendeiner Form, also kann man auch gut mitfahren. Ich muss halt kurz warm laufen lassen, dann passt das auch. Aber vielleicht finden wir dann in dem Laden nachher auch noch ein paar neue Ohrringe, dann kaufe ich die auch gleich noch mit, dann kann ich das nochmal vernünftig tauschen, dass das endlich mal dicht ist. Ah, und mir fällt noch was ein. Man sieht es jetzt hier im Licht nicht so gut, aber hier die Lampe, die leuchtet ja, das ist das Vorglüh- oder die Flammstartanlage. Die ist bei Mercedes 814 nur optional. Ich brauche die nicht wirklich, die ist nur für kalte Tage, soweit ich weiß. Und als ich auch bei minus 10 Grad das Auto gestartet habe, der ging ja trotzdem. Er hat zwar ein bisschen georgelt am Anfang, aber auch oben in den Bergen war das jetzt nicht so schlimm. Ich wollte in Georgien schon eine neue Glühkerze dafür kaufen, aber habe ich nicht gekriegt. Aber ich fahre gleich jetzt in den Laden und dann vielleicht haben die sowas auch noch da, dann tausche ich das auch gleich noch mit. Das sind halt so die kleinen Details hier vom Fahrzeug, die man irgendwie nochmal erledigen müsste. Aber das ist nicht schlimm, der fährt auch so. Habe ich extra vorher in Georgien bei der Werkstatt abgeprüft, dass das in Ordnung ist. Hatte ich bei meinem 609 damals auch schon. Ja, und noch eine kleine Frage an die Spezies. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ich habe ja hier nicht viele Buttons, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Will ich jetzt auch nicht unbedingt drücken. Ist das vielleicht irgendwie für die Scheibe oder so? Vielleicht weiß das jemand. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Würde ich gerne mal wissen, was das ist. Ne? Ich habe es schon mal bei Google Lens eingegeben, aber kam nichts raus dabei. So, Druckluft kommt zum Losfahren. Da leuchtet ja hier immer noch die Lampe, wenn die halt noch nicht ganz da ist. Ne? Aber jetzt können wir wahrscheinlich auch schon lösen. Ja, man hört's. Und dann kann er auch schon fahren. In der Zeit, bis die halt ganz oben ist, kann ich schon langsam umdrehen. Da passiert jetzt nicht viel. Und rollen tut er, ja. Handbremse ist gelöst. Ein bisschen Internetrecherche. Habe ich einen Laden gefunden, wo ich noch ein Ersatzteil kaufen möchte. Und ich fahre hier eh vorbei. Und dann dachte ich, da halte ich einfach mal an und frage mal nach. Und da sind wir schon. Da müsste es sein. Laut Internet hat er das. Aber mal gucken, ob er es wirklich hat. Ich habe aber auch kein Glück. Das Teil, was die da haben, ich zeige es kurz, was es ist. Meine Schubstange hier, die ist hier schon ganz schön ausgefressen. Und auf der Seite auch. Die hätte ich gerne, richtig gerne getauscht jetzt auf dem Weg noch. Aber die hier da haben, laut Internet, ist 50,5 cm lang. Und die ich brauche, ist 52,5 cm lang oder 52 cm. Ich hatte es halt ausgemessen unten drunter und gedacht, es ist dasselbe, weil man es auch rausdrehen könnte, dachte ich. Aber es scheint nicht so zu sein. Sie könnte das bis morgen bestellen. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt ungern hier bis morgen warten, nur um dieses Teil zu haben, weil ich kann das nämlich auch in Deutschland tauschen. Das wäre jetzt nicht so das Endproblem. Aber ich hätte es gerne jetzt unterwegs gemacht. Das ist natürlich auch einfach schöner Inhalt. Aber irgendwie habe ich nicht so richtig Glück mit Teilen, muss ich sagen, leider. Ja, so ist es halt. Aber die hatten hier mega viele T2-Teile, alles mögliche an Neusachen. Richtig cool. Ich werde hier mal mir die Location speichern und alles für Vario, alles mögliche, was ich in Deutschland jetzt noch gar nicht so gesehen habe. Halter, Schalter, hier so eine Schalter hier auch, also echt jede Menge, alles neu. Ja, ich mach mal, ich verlinke es euch unten mit rein, ne? So, wenn es schon keine Ersatzteile gab, dann gibt es jetzt wenigstens noch einen richtig geilen griechischen Kaffee. Die liebe ich nämlich, sind die besten der Welt, finde ich. Den gönne ich mir jetzt mal. Holen wir uns den mal kurz hier drin, an der Tankstelle, ne? Ist aber trotzdem gut. Mmh, 2,50, großer Eiskaffee, ich lieb's. Ist einfach richtig lecker, gerade beim Fahren, wenn man so viel fährt. Ich fahre jetzt nämlich weiter zur Grenze nach Bulgarien. Habe nämlich einen Termin in den nächsten Tagen. Machen wir mal weiter. Halb voller Tank haben wir noch. Das ist nämlich super, weil hier in Griechenland wollte ich nicht tanken für 1,70. Das muss ich dann später sowieso machen. Und deswegen habe ich noch günstigen Sprit aus der Türkei drin. Also Trucker willst du nicht sein. Das ist ja so krass. Selbst an der innereuropäischen Grenze stehen die sich die Beine in den Bauch. Richtig krass. So Leute, ich habe es auf den letzten Tropfen nach Bulgarien geschafft. Bin jetzt noch ein paar Kilometer gefahren. Jetzt rolle ich nach runter zur Tankstelle. Ah, da ist sie. Und tank hier mal. So, jetzt bin ich bei der Tankstelle und habe getankt und laut meiner Recherche müsste der Sprit hier viel günstiger sein, dachte ich zumindest. Ich habe jetzt 1,41 gezahlt, das ist natürlich für deutsche Verhältnisse relativ wenig, aber im Anbetracht dessen, dass ich 90 Cent in Georgien gezahlt hatte, natürlich voll teuer, das tut dann halt so richtig weh. Aber egal, ne? Man lebt ja nur einmal und man hat nur einmal so ein großes Fahrzeug. Na, mal gucken.
Hiermit möchte ich auf jeden Fall das Video beenden. Ich bin jetzt aus Griechenland raus. Die nächste Folge wird nochmal richtig spannend, glaube ich. Da geht es ein bisschen Offroaden. Da freue ich mich schon richtig drauf. Da bin ich jetzt nämlich gerade auf dem Weg hin. Und ja, war mal wieder eine schöne Strecke. Ich liebe Griechenland einfach und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Nächsten Mittwoch dann, ne? Ja, nächsten Mittwoch dann zur nächsten Folge und lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns in einigen Tagen. Bis dann, Leute. Tschüss.